Wir haben immer wieder dieselbe Problematik. Immer daran denken, das Problem ist das Vorgelegte. Was ist jetzt da? Was ist an Information da? Ich will da nur ein kurzes Vorwort nochmal machen. Ich weise dich immer wieder darauf hin, wie viel Wahn muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du diese vollkommene Geistlosigkeit der Antagonisten in deinem Traum erkennst? Es ist wie Figuren in einem Roman, alle Menschen, die du dir ausdenkst, und darum wiederhole ich das immer wieder, existieren in dem Moment, wo du die denkst. Ich betone, wo ist jetzt der Unterschied, ob du das Wort Mensch denkst, das Wort Gedanke oder das Wort Information? Wo liegt der Unterschied? Jeder Mensch ist erst einmal ein Wort wie das Wort Gedanke. Und sobald du an einen Menschen denkst, entsteht dieser Mensch, den du denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Gleichgültig, welchen Menschen du jetzt denkst. Und jetzt ist schon mal wichtig, an was denkst du bei dem Wort Mensch? Doch in Bezug immer an irgendeinen bestimmten Körper, an einen Menschenkörper, an einen Drogenaußenaffenkörper. Und wenn du den denkst, wird er so sein, wie du ihn dir denkst. Und das Ganze löst sich auf mit dem Traum. Das heißt, das Bewusstsein, sich jeden Moment bewusst zu sein, was man selbst ist und was seine Information ist. Ich merke immer wieder Geschwätz, wo man einkleidet, dass ich immer diese 200 Gramm rote Knete symbolisieren ein absolutes Nichts. Und das Nichts verändert sich nicht. Das ist das E-Quadrat in der Einstein-Formel. Du bist immer derselbe Geist, egal an was du denkst, egal welche Information du anschaust. Es ändert nichts an dir selbst. Das ist hundertprozentig sicher. Und es trennt wirklich die Spreu vom Weizen, wenn du jetzt auf der Bröselebene als Figur unter Figuren, als Information unter Informationen ein Gespräch führst und versuchst es irgendeinen anderen, den du dir ausdenkst. Du denkst ja dich selbst aus und du denkst die anderen aus. Einen anderen zu erklären, wirst du sehr schnell merken, ob hinter dieser Maske dein, unser Geist sitzt, dein Geist, unser Geist sitzt. Es gibt bloß einen Geist. Oder ob das wirklich nur eine tote KI ist. Ich sag, Geist zeigt sich nicht durch Äußern von intellektuellem Wissen. Das ist immer dieser Satz, wenn du Intellekt bewundern willst, dann setz dich an deinen Computer oder nimm dein Smartphone in der Hand als Brüssel. Und dann geh ins Internet. Das ist nicht Geist. Das Rezit, das geistlose Nachäffen oder Rezitieren oder Wiedergeben beim Computer von Daten, auf die der Computer genauso wenig Einfluss hat wie irgendein Drogenaußenaffen, der in dir auftaucht. Es ist ein Programmiertsein. Das ist das, was ich sage, ob du hier Mediziner bist, ob du Arzt bist, jetzt in deiner Rolle oder Naturwissenschaftler. Du rezitierst geistlos Wissen, das du dir hier und jetzt ausgedacht im Laufe deiner Entwicklung, deiner Schulerziehung. Du hast dich vollgesogen wie ein Schwamm. Das ist mein Schwammbeispiel. Und das, was du dich vollgesogen hast, chronologisch, bewusst chronologisch gedacht, konntest du dir nicht raussuchen. Und die Spreu trennt sich vom Weizen, ob du das jetzt akzeptierst oder nicht akzeptierst. Und jeder, der in dir auftaucht, der das nicht akzeptiert, hat auf Dauer sowieso keine Überlebenschance. Auf was ist auf Dauer, wenn es bloß jetzt gibt? Darum sage ich, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewiger Geist. Und wenn du als Figur in mir auftrittst, als Brösel unter Brösel, bist du trotzdem ewiger Geist und nicht dieser Gedanke. Das ist eine eigenartige Erkenntnis. Wenn man das wirklich einmal versteht, das ändert alles. Und was ich jetzt auf den kurzen Vorwort immer wieder hinweise, es geht in keinster Weise, dass du dir den Kopf zerbrickst in eine Einseitigkeit, ob was richtig oder verkehrt ist, sondern was ist jetzt da? Und jetzt übertrage ich einmal ganz kurz den Bildschirm. Ich würde es nur ganz kurz machen, um das nochmal als Vorwort hinzustellen. Wenn wir hier jetzt in den letzten Eintrag reingehen, das kommt dann unten gleich als Update. Das ist erst einmal hier diese Sache mit Vater. Die Ehe ist etymologisch, kommt es von Ewigkeit. Und jetzt wird schon interessant, es ist die gesetzliche, nach der Etymologie der jetzigen Zeit, die gesetzliche Verbindung von Mann und Frau. Wir wissen, der Adam ist Seger, vene caber, das heißt männlich und weiblich, aber Seger heißt eigentlich Gedenken und das Nekaber heißt hier ein unterirdischer Gang. Du steigst in die Traumwelt hinab und dann erlebst du das, was du träumst und darum ist Denken, dieses Fundament, etwas überlegen und Lügen verbreiten, etwas Ausgedachtes.
Und jetzt ist es, dass das eigentlich Gesetz heißt. Das, der Geist GE Quadrat setzt etwas und das, was er setzt, ist immer zuerst einmal recht. Das ist richtig. Das ist das göttliche Gebot. Dieses Ding G an sich, das Ding an sich, ist zuerst einmal der Geist, rot gelesen. Und da gibt es einen Ehevertrag. Der Ehevertrag besteht darin, dass du die Ehe nicht brechen sollst. Das heißt, denke und ausgedacht, das ist untrennbar miteinander verbunden. Das ist Mann und Frau, das symbolisiert Denken und Gedachtes. Wahrlich, ich sage dir, breche nicht die Ehe. Was heißt das, wenn du dir jetzt irgendetwas ausdenkst und du meinst, was mit dem, was du dir ausdenkst, nicht das Geringste zu tun? Das ist der Ehebruch. Das ist der Ehebruch. Jetzt ist es, dass dieses als Substantiv mit dem unter ewig behandelten Eva identisch ist. Das heißt, in der Grundbedeutung im Meer, wir machen immer dieses MM, kannst du mit zwei, immer dar. DR, Konsonant gelesen, heißt die geöffnete Berechnung. Da ist es im Meer und seine geöffnete Berechnung. Das ist untrennbar, das sind die Gedankenwelt. Darum heißt das hebräische DR ja Generation. Das ist das Generieren eines Sinus, eines raumzeitlich ausgedachten Sinus aus dem Einheitskreis, der das absolute Universum darstellt. Darum ist es auch das ewig geltende Recht. Das wird übrigens in allen heiligen Schriften, in allen Religionen, wird es, wenn man die richtig übersetzt, erklärt. Jetzt haben wir natürlich noch eine Eva, die habe ich jetzt blau gemacht. Das ist der Gang, der Weg, unsere Chava. Das ist sich etwas ausdenken und ein Erlebnis haben. Da habe ich jetzt die Gewohnheit, habe ich jetzt das GE absichtlich blau gemacht. Das ist nämlich dein Gehirn. Du wohnst nicht in deinem Gehirn. Das ist nach Sitte und Recht, nach der Moral, nach Tradition. Das bezieht sich auf deinen Schwamminhalt. Und das Ganze hat jetzt zu tun mit allen. Und da ist es natürlich interessant, dass dieses Wort allen ist eigentlich der Sinn und das Gefühl. Das ist die Radix Chash. Kannst dich erinnern, unser Chashak, unsere Finsternis. Das wird oft mit Eilen übersetzt. Wenn ich will jetzt nicht in den Dennach reinspringen, er eilte. Eilen heißt, es bewegt sich eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist Kasch, ist zuerst einmal rot, blau, immer wieder der kollektive Logos, die göttliche Weisheit und ausgedacht ist kollektive Logik. Das ist jetzt hier, ob du Katholik bist, der Protestant, je nachdem, welcher Logik du anhängst. Und darum heißt es auch Sinn, Gefühl und Empfinden. Etwas empfinden heißt etwas fühlen. Und ich sage, du fühlst das, was du, der du immer bist, in dir aufwühlst. Das ist das, was du fühlst. Genau. Magst du die Worte wieder zusammenfallen? Genau. Das Kasch ist eigentlich Sinn, Gefühl und Empfinden. Das hast du in der Finsternis. Das ist dieses Kaschak. Ja. Das hast du eigentlich dein Sinn, dein Gefühl, dein Empfinden. Und das ist die Finsterung, die Verfinsternis gleich am Anfang in unserer Dora, in den ersten Zahlen. Genau. Jetzt wird es dunkel und finster in dir. Das heißt auch Unwissenheit übrigens in der Symbolik. Ja. Und das ist übrigens das neunte Wunder. Was man hier Wunder nennt, sind eigentlich auch die Plagen. Ja. Eigentlich steht da nicht Plagen, sondern Wunder. Wieso sage ich da Wunder? Weil die Plagen, das Wort BLA, unser Bella, ist nämlich das Wunder, das Ungewöhnliche, das rätselhaft Seiende. Das ist die neunte Plage von diesen biblischen Plagen. Das ist die Finsternis. Da gibt es eigene Schriften, wo ich einzeln auf die einzelnen Wunder eingehe. So. Wo war man? Da wollen wir nochmal hin. Also das ist einmal hier und dann ist es, dass dieses G setzt, der Geist E Quadrat setzt etwas in sich hinein, nämlich eine momentane Information. Und wenn das heißt, du sollst nicht Ehe brechen, den Bruch, Beruch, rot gelesen, heißt ja im Geist. Ja. Und die Ehe ist diese Gedanken, Welle, Plus und Minus. Ja. Wir können einen Beruch natürlich auch in den vier Weltgegenden lesen, blau lesen, dann ist es der Wind, das himmlische Kind. Johannes Offenbarung, der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Ich sage dir jetzt, wo der Wind gleich Geist herkommt, der kommt aus dir und geht wieder in dich zurück. Eigentlich bleibt er immer unverändert gleich. So, das ist jetzt hier und das ist jetzt dieser kleine Satz, der Wahnsinn in deiner Traumwelt. Wie weit muss ich den noch steichern? Und ich schreibe jetzt hier, die Schweiz streicht Vater aus dem ewigen Ehegesetz. Darum habe ich die Ehe vorne herangestellt. Es darf nicht mehr heißen, Vater unser im Himmel, sondern Samenspender unser im Himmel.
Es ist schizophren, auch der ganze Genderwahn, diese Gleichschaltung ist eine Krankheit, ein Nicht-Einverstanden-Sein, ein Einseitig-Werden, in Perspektiven verschwinden. Das wird immer schlimmer in deiner Welt werden, bis du das stoppst. Der Einzige, der das stoppen kann, ist der Geist, der träumt. Wer sollte denn sonst einen Einfluss darauf haben? Gedanken können nur von dem Denker verändert werden. Jetzt musst du aber diese Hierarchie der vier Ichs wissen, dass du nicht die Bilder auf der Leinwand verändern kannst. Ich sage, wenn ein Film in dir läuft, du hast keinen Einfluss auf den Film. Wenn du was verändern willst, musst du das Programm verändern, das den Film aufschmeißt. Das ist eine ganz andere Ebene, wo deine Menschheit überhaupt nichts weiß. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und der ist extrem fehlerhaft. Das ist die Sache, wo ich sage, alles, was da ist, benötigen wir. Aber durch das Fehlerhafte kriegst du diese einseitigen Auslegungen. Und du hast es zu heilen. Und darum heißt es hier, das ist jetzt, das Videos brauche ich nicht anklicken, wann erkennst du Geistesfunken? Die totale Geistlosigkeit einer Antagonisten. Und ich habe jetzt dieses Todwissen, heißt ja im Lateinischen so viele, da hast du dieses Kreisen dieser zwei Spiegelungen, wenn ich es immer so mache, wenn du das kleine Bild anschaust, und das Ale ist ja vor El Hayom der Anfang, da muss man zuerst einmal die totale, ich klicke das einmal schnell an, zuerst einmal wissen, dass dieses El Hayom, wenn ich die ersten drei Buchstaben lese, das heißt zuerst einmal Beschwörung und Fluch. Darum steht hier auch Gott. Ist das ein Gott, der etwas beschwört, obwohl du nur Meineide schwörst, wirf, weiß ich darauf hin. Wenn du jetzt einmal tief in deinen Intellekt reinschaust, wie viel von den Wissenselementen betrachtest du als 100%ig sicher bewiesen? Und in wie vielen Selbstgesprächen weise ich dich darauf hin, dass es ein leichtes ist zu erkennen, dass du weit über 99% von den Sachen, die du bis dato als 100%ig sicher bewiesen angesehen hast, dass man die nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Zum Beispiel existiert dein Körper, wenn du nicht an ihn denkst oder das Gehirn. Wenn sich dagegen einer wehrt, in deinem Traum als Brüssel und der Bresel, sag ich dir, meide ihn, egal wer es ist. Du wirst nur Ärger kriegen. Du kannst die lieben wie die Tiere im Zoo. Aber ich sag, wenn ich weiß, das ist ein Tiger, dann meide ich den. So einfach ist es. Deswegen kann ich den trotzdem lieben. Ich muss bloß wissen, von wem ich mich fernhalten muss. Nämlich von geistlosen Kreaturen, die sind nämlich äußerst gefährlich. Und das Gefährlichste, was es überhaupt gibt, sind die Enosch. Das ist das, was du jetzt immer mehr mitkriegst. Ein einziges Gestreide, intellektuelles Gestreide um Standpunkte, um Perspektiven. Und du wirst feststellen, du bist nicht einmal in der Lage, denen das Tassenbeispiel zu erklären, weil die summenlos abstürzen. Ich habe zig schon darauf hingewiesen, es ist mir ein leichtes. Wir wollten hier hochintellektuelle Menschen, angeblich intellektuell gebildete Menschen mit Doktorarbeiten, wollten mir die Zähne ausschlagen, den Udo, in Gesprächen, weil sie die Tasse nicht akzeptieren wollten. Da kommt dann immer, ich höre dann immer, ja, bei der Tasse ist das logisch, aber das darf man ja wohl nicht vergleichen. Genau. Ich sage doch, das Prinzip im Hintergrund musst du verstehen, dass wenn von einem und demselben Thema gesprochen wird, gibt es verschiedene Standpunkte, zum Beispiel das Wort Politik oder das Wort Religion. Und sobald du einen Standpunkt einnimmst, entheiligst du dieses Wort. Ja. Das ist eigentlich das Spiel dabei. Und dann habe ich jetzt hier alles an Protagonisten um dich herum. Du bist der Protagonist und alles an Antagonisten um dich herum sind genau genommen zuerst, wie das Wort hast, das einmal deine Widersache, deine Gegenspieler. Die zweitwichtigsten Rollen, Rolle, schon das Wort Rolle, weist dich auf das Wesentliche hin, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Das ist das Spiel dabei. Das heißt, der Menschen auf Zombies in deiner Traumwelt, du bist genauso ein Zombie, wenn du an dich denkst. Aber was ist ein Zombie? Das wird natürlich jetzt sehr interessant, wenn wir uns das einmal anschauen. Das passt nämlich wieder auf den Punkt. Wenn du die wesentlichen Stellen dir anschaust, den Udo ist der Udo-Kult. Das ist einmal, das kann ich immer positiv und negativ sehen. Nachdem durch einen Magier, der Magier, wer ist der Magier, wer ist der Zauberer? Die Magie, das bist du selbst. Du selbst zauberst doch in dir all diese Gedanken. In einen Scheintod
Jetzt muss man natürlich wissen, dass dieser Tod, wenn er so gelesen wird, so wie er jetzt dasteht, wenn wir das reinschreiben, müsste man zuerst einmal wissen, dass dieses Ort die Ewigkeit ist. Das ist in der Ewigkeit. Lebst du schon in der Ewigkeit oder in einer vergänglichen Welt von ständig wechselnden Bildern? Bist du der Zeuge? Der Zeuge ist der Erzeuger. Als Denker bist du der Erzeuger von dem, was du bezeugen kannst. Und bezeugen kannst du nur das, was hier und jetzt da ist. Ganz Und genau. jetzt wissen wir, dass jeder neue Gedanke den bestehenden Gedanken zerstört. Und das passiert ewig in dieser Ehe zwischen Denker und Ausgedachten. Das haben wir gerade gehabt. Das ist fortwährend für im Meer, immerzu. Den Raub kann ich übrigens auch lesen. Die Berechnung einer Beschwörung. Aber das passiert, der Thronsitz ist immer der absolute Mittelpunkt, das spitzt sich hier und jetzt im ewigen Hier und Jetzt ab. Und wenn ich jetzt dieses Tod so schreibe, dann kriege ich jetzt, das wird jetzt natürlich im neuen Hebräisch dokumentarisch belebt, wir können da mal eine Maschinenübersetzung machen, dann hast du das Dokument Diren. Da sind die Diren mit drin. Do ist unser Wissen 74. Dokumentieren, das ist das dokumentarische Belegen der Tod. Alle, die mich UB haben, das B wissen wir, S hassen, lieben den Tod. Schaffes S, hassen und haben. Jetzt ist dieses TOT als Vorsilbe gelesen, heißt es, du bist Zeuge bis Ewigkeit. Das sind die Grundradix-Stellen, die wir gerade gehabt haben. Das ist nämlich hier der Zeuge. Meistens in der Dotter wird es übersetzt mit bis, hier bis. Und darum setze ich jetzt Zeuge bis Ewigkeit. In Ewigkeit kannst du auch über. Der Zeuge in Ewigkeit. Du bist ewig, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das ist das, worauf ich dich immer wieder darauf hinweise. Ob du das glauben willst oder nicht, wenn du lieber sterbliche Säugetier sein willst, dann lasse ich diese Rolle mit Überlebenskampf dir bis in alle Ewigkeit spielen. Es ist mir ein leichtes. Aber wir schauen unseren Zombie noch weiter an. Wir wollen jetzt bloß bei dem Scheintod versetzt und anschließend bestattet werden. Interessant ist, exhumiert und reanimiert. Ani. Reani. Du kehrst wieder als ein Ani, als ein blaues Ich in dir zurück. Immer und immer wieder. Und täglich grüßt das mal mit dir. Und davon solche Hirnschäden erleiden, dass sie ein willenloser Arbeitssklave wird. Du wirst zu einem willenlosen Arbeitssklaven missbraucht. Und jetzt schau, was jetzt in deiner Welt passiert. Was ist die Ursache? Weil sie dir nur immer versprechen, du verlierst deinen Arbeitsplatz und wenn du keine Arbeit mehr hast, kriegst du kein Geld. Und wenn du kein Geld mehr hast, Geld erhält dich am Leben, kannst du nicht überleben. In dem Wahn leben übrigens alle. Die Arbeitssklaven sind auch alle Politiker oder die Illuminaten, die du dir ausdenkst. Ein stumpfsinniger, unreflektierter Affe ohne irgendeinen Elan. Das ist das, was ein Zombie ist. Und es sind die Menschenaffen in deiner Welt, die in deiner Welt auftauchen, sind geistlose Zombies mit Rechthabereien. Das Spiel sollst du nur beobachten. Du träumst jetzt. Das ist das, worauf ich dich hinweise. Und jetzt haben wir hier den Vater. Das ist jetzt interessant. Das ist der männliche Elternteil. Und jetzt wissen wir ja Terni. Heißt auf die Lateinisch auf die Frage, wie viel drei? Ich spreche immer von einem Intern, einem Extern und einem Eltern. Das ist dieses Dreieck in der Mitte, das auseinanderklappt. In unseren Spiegeltunnel. Und das ist L ist UB86, L HM. Und das ist Gott das Meer. Und das ist der Vater. Darum ist der Vater auch die Hauptfigur des UB. Das Haupt ist ja das Rosh. Und das ist das Ross. Doppel-S ist auch Shin. Im Hebräischen, in der Umschreibung. Dann haben wir Geros, die Großfamilie. Und das väterliche Ich, dem Vater betreffend, ihm gemäß, wie einen Vater handeln, das mache ich. Meine Erziehung ist hart, aber gerecht. Oder im Vaterland geboren, das heißt zu dessen Volk gehören. Du musst dich jetzt irgendwann einmal klar machen, was bin ich? Gehöre ich zur Rasse der Trockennasenaffen, der Primaten oder bin ich Geist, vom göttlichen Geist? Das sind die Hauptprobleme, die du hast. Das meiste, was du aufschmeißt, taucht deshalb in dir auf, weil dir das nicht ganz klar ist.
Es ist auch die Freiheit, die ich dir gegeben habe. Ich werde mich nie einmischen. Ich habe nicht das Bedürfnis, dich zu retten. Das musst du selber machen. Ich bin der Wegweiser. Ich zeige dir bloß, wie du es machst. Genau. Tun musst du das von ganz alleine. Aber du musst dabei ja nichts tun. Du musst nur lernen, einverstanden zu sein. Das ist das Gebet Jesus. Und jetzt habe ich hier nochmal, ihr Geistesgegenwart noch klein. Kol heißt alles, Ain heißt nicht existieren. Alles ist nicht existierend, bis du es denkst. Es ist im Meer alles, was auftauchen kann aus dem Meer, in dem Meer, aber nicht existierend, in der Einheit. Existiere heraustreten können nur Unterschiede, das sind die Gedankenwelt. Alles ist nicht existierend. Du warst noch klein, also was nicht existierendes in dem Allen. Und deine Worte groß. Das ist das Gespräch vom Vater zum Sohn. Jetzt ist aber G ist gleich Gott. Der Geist ist dieser kleine Gott und das Ross ist Sus auf Hebräisch. Und jetzt habe ich Ross, Doppel-S ist auch ist der Kopf. B, Roshi, das ist das, was bei mir hier drüber steht, dieses Rosch über meinen Kopf. Das ist der Kopf, das Haupt von allem. Natürlich jetzt immer symbolisch gesehen, nicht, hat nichts zu tun mit den Gedanken Udo. Und dann doch wieder irgendwie. Unterstreiche hiermit nicht, dass du das wissen müsstest, sondern ich gebe dir einen arithmetischen Beweis, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Ich mache mal eine kleine Geschichte zu mir, hat einmal einer gesagt, selbst wenn du es nicht bist, wenn man die Ohren Bohrungen studiert, müsstest du alle Nobelpreise der Welt kriegen für das, was da drin steht. Ja, klar. Weil das alles überragt, was ist es, in einen synthetischen Charakter, das heißt, es verbindet ja alles, es predigt ja keine Feindbilder. Ich würde mir ja selber widersprechen, ich habe doch ganz klar gesagt, liebe deine Feinde. Liebe all das, was du noch nicht verstehst, was du nicht kennst, was dir böse erscheint. Begreife, dass das unheimlich wichtig ist für deine geistige Weiterentwicklung, auch die Kriege. Du musst keine Angst haben, wenn du weißt, wer du bist. Ja. Du brauchst ständig eine Zerstörung. Das jetzige System, dieses kapitalistische System, dieses imperialistische System ausgedachterweise muss zerstört werden, dass was vollkommen Neues in dir auftauchen kann, eine neue Weltordnung. Es muss dir auch der Gedanke, jetzt einmal bewusst Vergangenheit, denken wir uns anhand von unserem Erzählungswissen, nachgeäfft, dass die Welt der Scheibe war. Diese Vorstellung von Welt muss dir zerstört werden und genauso muss die Vorstellung einer heliozentrischen Welt zerstört werden. Und dann kommst du in die Matrix. Das ist das neue System. Der Witz ist, die oberflächlichen Bilder, die du zu sehen bekommst, in deinem Kopfkino bleiben gleich. Aber die Grundlage ist eine ganz andere. Die Grundlage, jetzt, was du auf dem Monitor siehst, dass überhaupt ein Monitor da ist, das ist, weil du dir das jetzt ausdenkst und nicht, weil irgendwann in der Vergangenheit irgendeiner was aufgenommen hat und hat es ins Internet gestellt. Nochmal, das Internet ist ein Symbol für Gott. Für die absolute Implosion. Das, was mir mit El Hayom ist, dieses Meer, das du dir ab jetzt nur als einen unendlich kleinen Punkt, ein Nichts, in dem sich alles befindet, alles, was aus dem Nichts herausspringt. Das ist das Spiel. Das ist das große Geheimnis des ewigen Lebens. Und dann wird dir das klar auch, wieso, dass dieses Nis, in diesem Geheimnis, wieso in einer einfachsten Form dieses Nis fliehen ist. Und jetzt denk immer wieder mein kleines Beispiel, das können wir jetzt, glaube ich, wegmachen. Das Bild. Jetzt denk an mein kleines Beispiel. Verknüpfe das dann mit der Physik, dass wir immer unser Zentrum nehmen und die Fliehkraft. Ja. Den Stab mit der Schnur. Da hängt die ganze Physik drin. Mit der Fliehkraft, mit der Umdrehungszahl, mit der Masse, die sich rumdreht, ist eine tiefe Symbolik. Wenn du jetzt das Gleichgewicht hättest, hast du ein gewisses Gewicht, das man braucht mit einer Fliehkraft, abhängig von der Umdrehungszahl. Und wenn ich jetzt anziehe, wird das Ding kürzer und schneller. Das ist mal das Erste. Wenn ich jetzt noch mehr anziehe, irgendwann einmal ist dieses Gewicht genau im Zentrum. Dann kannst du sagen, es dreht sich überhaupt nicht. Dann kann ich aber unendlich viel Masse dranhängen. Und das ist das, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist im selben Moment unendlich viel Masse da. Das ist jetzt unsere Tasse. Masse, Tasse. Rasse. Dieses A, Doppel-S habe ich gesagt, ist Shin. Das ist fast nochmal, dann haben wir hier definitiv in diesem Asse oder Esse, ist ja wiederum sein, hast du jetzt das Tun machen. Genau. Ich muss nochmal schnell einschalten, weil ich denke mir jetzt immer welche aus.
Das kann man jetzt asse oder esse aussprechen. Das heißt aktivieren und ausführen, etwas machen, etwas tun, hervorbringen. Aus was kommen die Gedanken hervor, die du dir ausdenkst, die zu existieren anfangen? Das ist Handeld, sich dabei um eine geistige Aktion, ein Benehmen, ein Ding, ein Fakt, eine Frucht, ein Gegenstand, ein Geschehnis, eine Handlung, eine Tat, ein Werk, ein Bewirken. Das findest du da alles. Genau. Das Machen, das Hervorbringen. Asse, Sanskrit Karma, ist wie ein Gewürm, eine Erhöhung. Jetzt haben wir wieder diesen Wurm, jetzt hast du schon wieder den Sinus, denk an den Sinus. Das sind deine Gedankenwellen. Deine unbewusst ausgedachten Gedankenwellen sind betrügerisch und täuschen dich. Sie sind einfach nur. Das ist das Spiel, das ich immer wieder hinweise. Bei Holofeeling ist es unendlich einfach. Du musst dir niemals den Kopf zerbrechen, wen du glauben sollst oder wen du nicht glauben sollst, wenn irgendwelche Menschen in dir auftauchen, als Pixelmännchen oder auch sinnlich wahrgenommen auf der Farbbrille. Schau einfach, was jetzt da ist und schau, beobachte, was du aus den Worten machst. Und es ist gleichgültig, ob die Worte jetzt Geräusche sind, das sind jetzt Geräusche, oder ob du geschriebene Worte, optische Worte in dir hast. Im Anfang ist das Wort. Und es ist so schwer zu verstehen, dass in dem Moment, wo du was liest, sobald Worte in dir auftauchen, dir was denkst oder was hörst, dass unweigerlich das verbunden ist, dass aus den Worten hier im Hintergrund das lauter Chats sind, wo du dir Vorstellungen aufbaust. Die sind hier und jetzt, weil du dir das denkst. Und wenn du Worte extrem einseitig auslegst, die extrem einseitig vorstellst, dann musst du zwangsläufig in einem Chaos landen, das ich dir jetzt um dich herum als lebendig ausgedachte Welt einspiele. Aber warte bitte keine geistreiche Intelligenz von den Trocken auslaufen. Das sind ganz wenige, da gibt es auch welche. Ich sage immer, ich betone immer wieder, es gibt eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wir brauchen immer diesen einseitigen Hintergrund. Und du kannst immer schauen, Sätze, die hunderte Male auf Selbstgesprächen drauf sind, beobachte dich selber. Wenn du jetzt in deinem Traum mit einer Diskussion konfrontiert wirst, gleichgültig, ob das jetzt auf dem Fernseher eine Fernsehdiskussion ist, ob du mit dabei sitzt, ob du einer der Teilnehmer dieser Diskussion bist, beobachte, bei welchen Äußerungen du innerlich Beifall klatscht, was dir richtig erscheint. Mach dir das bewusst, wo du dich einsortierst, auf welcher Seite. Gehörst du zu den Linken oder zu den Rechten? Aber egal, ob du zu den Linken oder zu den Rechten gehörst, du bist nicht mehr in der Mitte. Du hast in dem Augenblick deine Heiligkeit verloren. Ohne die verlieren zu können. Du hast eigentlich bloß vergessen. Das ist das große Problem. Und was meinst du, wie leicht dein Leben wird, wenn du dich nicht mehr ständig den Kopf zerbrickst, welche Seite richtig ist? Das ist die kleine Hans-Geschichte mit dem Regenbogen am Anfang. Dass du plötzlich erkennst, dass jeder Recht hat, aber nur ein bisschen. Dass dieser Wahn, dieser vorgelebte Wahn deiner Elite, diese Streitereien, die Welt verbessern wollen, die Politikerköpfe, wenn du jetzt in deiner Traumwelt mit ständig wechselnden Bildern auf deiner VR-Brille durch deine Stadt läufst und auf Plakaten lachen dich diese Politikergesichter an, die meinen, die können ihr Land verbessern. Da sind wir reichlich drauf eingegangen. Die ganzen Argumentationen der Gender waren, ich sage immer wieder, du bist Geist, egal ob du die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielst. Man darf sich das Geschlecht raussuchen. Hast du dir rausgesucht, ob du ein Mann oder eine Frau bist oder Schwuchtel bist oder Lesbe bist? Hast du dir das rausgesucht? Das bestimmt dein Programm. Dann sei doch einfach das, was die Rolle, die du zu spielen hast. Wenn du im Mephisto spielst, spielst du im Mephisto. Wenn du in Hannibal Lecter spielst, den Hannibal Lecter. Aber begreife das richtig. Das ist eine Rolle, wo ich was zu lernen habe. Das ist das Einzige. Dazu brauche ich keinen Intellekt. Ich sage immer wieder, der Hintergrund mit den Worten, das Thema haben wir jetzt erst in einem Gespräch, um das anzusprechen. Wenn du ein bisschen Grundlagen für Holofeeling hast, muss dir klar sein, dass sobald ich jetzt Wörter auffäche, einer, der das erste Mal hört, ist ein Buch mit 7 Siegeln, wie wenn ich jetzt mit dir in ein Buch über Quantenmechanik reingehe und du siehst diese riesen Formelbereiche. Was so ein Schwachsinn ist mit der schwarzen Materie, das sind Hirnwichsereien von vollkommen geistlos nachäffenden Menschen, die sich Physiker nennen und sagen, wir Physiker wissen ja. Genau. Was wisst ihr denn? Nichts. Du weißt ja nicht einmal, was du selbst bist, wenn du ein Physiker bist. Du weißt ja nicht einmal, was du selbst bist, wenn du die Rolle eines Arztes spielst.
Der eine wie der andere ist sich hundertprozentig sicher mit dem Intellekt, der Geist, wenn einer da sein sollte, mit dem Intellekt, den er zum Denken benutzt, dass er sterbliche Säugetier ist. Das ist deine Entgeistigung. Durch geistloses Nachgeäff ist es so schwer zu überprüfen, dass du auch dann da bist, wenn du nicht an diesen Körper denkst? Das ist hundertprozentig sicher. Und du musst der Erste sein, der das versteht. Und wenn du das wirklich installiert hast, wenn das bei dir installiert ist, wirst du feststellen, dass sich die Welt wie um Zauberhand verändert, die du dir ausdenkst, weil dann spiele ich dir neue Bilder ein. Dann steigst du auf die nächsthöhere Ebene auf. In einem lückenlosen Zusammenhang. Und jetzt lassen wir es gut sein. Sollte nur ein kurzes Selbstgespräch werden. Super. Man kann es immer nur wiederholen. Ja, auf der Prüfebene sage ich zum Redo, du siehst es, wie viel Zeit, wie viele Tausende von Stunden du dich die letzten 15, 20 Jahre damit beschäftigt hast. Und in das Wissen geht es nicht. Das ist der Kern. Ja. Das ist die Vorarbeit. Wir glauben nicht an Gott, wir arbeiten für ihn. Und was ist Gott wir selbst? Wir als ein Singular gelesen. Ja. Rotes W plus minus ist eigentlich eins. Das ist der Beginn der Primzahl. Die Primzahlen beginnen bei minus 1, plus 1. Und der eigentliche Prim ist die 0 in der Mitte. Ja. Das L, das ist Gott, das All. Dieses vollkommen implosierte, das sagst du mal mit plus 1, minus 1, ganz abstrakt. Im Einheitskreis ist dieses Uni, das Verbundenseinende Gott, ist schon nichts mehr Aufgespanntes, sondern genau das Gegenteil davon. Ja. Das bedeutet, ein Verbundenseinender Gott ist Uni. Mhm. Das heißt, der ist nichts. Und das Kleinste und das Größte gleichzeitig. Das wäre ein Kreis mit einem Umfang unendlich. Und in dem Spiel spitzt sich dann alles ab, bis ich dann unbewusst anfange aus diesem Einheitskreis, wo alle Blickwinkel gleichzeitig sind. Wir machen immer nur die Flecke, genau genommen können wir dann noch, das sind ja immer die Z-Achsen. Da habe ich oft darauf hingewiesen. Ja. Wenn man das einmal verstanden hat, das ist wirklich ein Heureka, das so brutal ist wie mein berühmter Zeichner im Quadrat mit drei Strichen. Aus einem absolut, das verstehe ich nicht oder das geht nicht, plötzlich tausende von Lösungen, die ich machen kann. Ohne Schwierigkeiten. So, jetzt lassen wir es gut sein. Noch eine Runde, Mensch. So, danke.